Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Scheiße! Was zum... Thank you.
also! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Einwohner, aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Thank you.
Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Das reinste Chaos. Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Da ist sie. Die Polizeistation. Hallo? Ist irgendjemand hier? Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Thank you.
schaffst das. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Hilfe! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Durchhalten! Ach du Scheiße!
bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt.